Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Dezember 2023. Und diese Kartenlegung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Skorpion geboren sind. Meine Lieben, das ist meine letzte Legung für euch in diesem Monat und natürlich, wir hoffen, dass diese Legung wird sich positiv entwickeln. Wir schauen gleich gemeinsam, welche Tendenzen euch erwarten und natürlich, wir starten mit der ersten Karte. Das ist eure Thema, Page der Stäbe. Und der Page der Stäbe zeigt eine Situation, aus der man sich befreien möchte. Das bedeutet, man hat oder Blockaden, innerliche Blockaden oder man fühlt sich in irgendwelche Situation nicht wohl. Kann ich mir alles Mögliche vorstellen. Vielleicht tut ihr euch nicht wohlfühlen gerade in eurer Wohnung, sagen wir. Vielleicht ja, die Nachbarn sind zu laut zum Beispiel, ja, und man möchte weg, man möchte am besten diese Wohnung verlassen, man möchte mehr Ruhe, mehr Freiheit, vielleicht größere Wohnung. Vielleicht fühlt man sich hier auch schlecht auf den Arbeitsplatz. Das ist zu viel Arbeit, zu viele Aufgaben und man möchte die Situation endlich verändern, man möchte sich damit befreien von dieser Situation, man wünscht sich mehr Unterstützung oder auch mehr Geld. Also ich kann mir sehr, sehr viele verschiedene Situationen, tägliche Situationen, die uns dann im Leben auch immer wieder begleiten, hier sehen. Situationen, die natürlich dazu führen, dass man hat dieses Gefühl, das ist mir zu viel und ich möchte das verändern. Ich möchte das nicht mehr haben. Manchmal sind es auch innerliche Blockaden, die sich aufgebaut haben durch irgendwelche negative Veränderungen im Leben, durch negative Erlebnisse. Und einem ist das bewusst, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte ein bisschen Freiheit und mehr. Ja, mehr Glücksmomente in meinem Leben haben, nicht nur diese ich muss das und ich muss das, ich muss noch was. Diese Muss ist manchmal für uns sehr verhängnisvoll. Wir brauchen mehr Freiheit, also diese Entscheidung, was ich muss, was ich kann, was ich darf, ja, ob ich was möchte überhaupt, ja. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man hier sich so ein bisschen fühlt wie in einem kleinen Gefängnis und man möchte hier ausbrechen. Hier haben wir fünfte Stäbe, das ist so typische Konfliktkarte. Wir haben auch die Mäßigkeit und Senderstäbe. Die fünfte Stäbe zeigt Konflikt, zwischenmenschliche Konflikte, aber diese Karte kann auch hinweisen auf diese innere Blockade. Man hat irgendwelche Konflikte, die man in sich trägt und man weiß nicht, ja, wie soll ich aus dieser Sache rauskommen, weil es kann sein, dass das sich schon länger aufgebaut hat. Und hier in diesem Monat ist sehr viel von eurer Seite Interesse oder mehr auch Kraft, ja, weil diese Stäbe, da sehen wir sehr viel Feuer, sehr viel Temperament. Also vielleicht, ja, ihr setzt eure letzte Kraft, das zu verändern, dieser Konflikt einfach jetzt zu beenden und sich ein bisschen befreien. Die Mäßigkeit ist auch da, also die Chancen auch zu sehen, was das Leben euch gibt, um einfach diese Blockade hier auch aus dem Leben zu bekommen, wegzuschaffen. Und Senderstäbe zeigt auch, dass man mit dieser ganzen Situation ein bisschen unterdrückt ist. Man fühlt sich auch überlastet und man muss einfach vielleicht auch was machen. Dieses Wort muss habe ich jetzt ja schon angesprochen. Manchmal ist es nicht gut, wenn wir was müssen und das passt uns nicht. Aber in dieser Situation vielleicht diese Muss wird euch ein bisschen diese Befreiung bringen. Deswegen ihr nehmt das wahr. Endlich muss ich meine Kräfte zusammen sammeln und hier eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung sehen wir hier auch in eure Hoffnungen.
zwei der Münzen zeigt die Hoffnung, dass man hier, wenn man eine gute Entscheidung trifft, dass hier auch eine positive Wirkung auch bringt, ja, dass diese Entscheidung wird für euch eine positive Veränderung auch geben. Die Mäßigkeit haben wir zweimal, das ist eine sehr gute Karte, weil die Mäßigkeit zeigt erst die Möglichkeiten, die man im Leben bekommt, mehr Möglichkeiten, vielleicht bis jetzt habt ihr ja die Möglichkeiten nicht gesehen, um diese Veränderung hier zu schaffen, aber jetzt sieht man die Möglichkeiten und man wird wahrscheinlich auch die nutzen, um diese Situation zu verbessern, sich zu befreien, mehr Freiheit zu bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche von euch werden so ein Gefühl bekommen, ja, das ist jetzt diese Chance. Ja, das ist so wie, denn, wie der Gefangene sitzt im Gefängnis und plötzlich das Fenster ist auf. Ja, und dann muss man sich überlegen, ja, soll ich oder soll ich nicht? Tue ich das wagen jetzt, ja, weil ich habe die Möglichkeit, oder bleibe ich dann weiter in dieser Situation sitzen, weil ich habe mich einfach gewöhnt schon zu dieser Situation. Aber jetzt habe ich die Chance, meine Freiheit zu bekommen und abhauen. Ja, abhauen, weit weg, dass mich keiner sieht. Und dann kann ich vielleicht mein neues Leben anzufangen. Deswegen, so kann ich mir so symbolisch, ja, eine Situation in euch, in eure Leben vorstellen, wo man einfach diese Abhauen wagen möchte. Und das könnte euch sogar gelingen, diesen Monat, weil wir haben gute Karten auch zum Schluss. Und diese letzte Karte, die drei der Kelche, zeigt auch gute Kontakte, Freude. Und kann sein, dass in diesem Monat wird ihr irgendwelche Entscheidungen treffen, was euch natürlich auch zu dieser Freude führen wird. Euer Bewusstsein, das ist 9. Kelcher, das ist eine gute Karte, weil hier sehen wir auch gute, positive Kontakte mit den anderen Menschen, Freude auch, Glücksmomente oder freudige Momente und euch ist das bewusst wahrscheinlich, wenn ich jetzt diese Entscheidung nicht treffe, wenn ich nichts mache, dann werde ich diese positiven Momente nicht erleben, deswegen ich brauche das, ich muss diese positive Kontakte jetzt mir selbst zu erschaffen, also die Möglichkeit geben, diese Chancen zu nutzen, mein Leben positiv zu verändern. Von nichts kommt nichts, anders gesagt. Ja? In Vergangenheit sehen wir auch schon sehr viel Engagement von eurer Seite, sehr viel Durchsetzungsvermögen auch, aber auch sehr Schnelligkeit, viel Feuer, man war engagiert. In diese Sache wahrscheinlich auch, aber das ist irgendwie in Vergangenheit nicht euch so gelungen, weil die Möglichkeiten waren wahrscheinlich nicht da gegeben. Aber jetzt in diesem Monat hat man die Chancen, man merkt, man nimmt es wahr, die Chancen sind da und man wird natürlich auch die Chancen nutzen wollen. 10. Münzen, das ist euer Unterbewusstsein und dann sehen wir, dass man sich wünscht, in Herzen, Unterbewusstsein, ja, zeigt, dass man wünscht sich mehr Stabilität, man wünscht sich mehr freudige Momente mit anderen Menschen, mehr Sicherheit vor allem, ja, diese 10. Münzen, also die Materie ist jetzt wichtig, ich brauche diese Stabilität, diese materielle Stabilität, finanzielle Stabilität, um mein Leben positiv zu gestalten. Also hier kann ich mir vorstellen, das ist so allgemein, ja, dieses Bewusstsein ist da, ich sehe das gefühlsmäßig, eigentlich könnte sich das alles gut entwickeln, eigentlich habe ich nichts zu meckern, aber mir fehlt noch mehr diese materielle Sicherheit, ja, vielleicht materielle kann man natürlich von hier sprechen von Job, allgemein von Materie, von Finanzen, aber auch von diesen guten Menschen, die euch das Gefühl geben, wir sind für dich da. Einen Mensch vielleicht nur, ja, aber ihr braucht hier diese Sicherheit, ich kann mich auf jemanden verlassen, ja, das ist auch sehr, sehr wichtig
um mehr Rückhalt im Leben zu bekommen. Unser Rückhalt ist auch immer sehr wichtig, um mehr Risikobereitschaft zu haben und mehr sich im Leben überhaupt zu bewegen. Ja, das ist auch sehr wichtig. Dann haben wir den Hohenpriester, also da sehen wir, da habe ich den Gehängten, da sehen wir, dass die Blockade, das hier ist es blockiert, man hat diese Sicherheit hier nicht. Wir sehen hier den Hohenpriester, also mehr reife Menschen um sich, mehr Lebensweisheit kann man so sagen. Man wünscht sich, hier kann man so sagen, nicht unbedingt nur irgendwelche Menschen. Aber man wünscht sich die konkreten Menschen, die einem hier aufbauen und diesen Rückhalt geben. Zwei der Kelche haben wir auch. Also die Symbiose mit euch bilden. Menschen, die euch vorwärts bringen. Menschen, die das Gleiche wollen. Menschen, ja, mehrere oder einen Mensch, weil hier haben wir zwei der Kelche in dieser Karte. Einem Mensch, mit dem man auf das gleiche Niveau ist, dass man mit dem Mensch was Festes aufbauen kann, eine Symbiose bilden kann. Das ist euch alles sehr wichtig, das ist euer Unterbewusstsein und dieser Unterbewusstsein wird natürlich strahlen und ja, die Signale, die Energie wird dann freigegeben. Und ich hoffe, dass ihr die positiven Menschen auch zu euch ziehen werdet. Die Hohepriesterin haben wir auch in eurer Energie. Die Karte ist für eure Energie hier. Und wir sehen auch, dass man möchte nicht nur Symbiose mit einem Mensch bilden, den zweiten Mensch, ja. Wie gesagt, es geht hier vielleicht um mehr Personen, vielleicht geht es um Familie. Also man möchte hier positive Kontakte allgemein haben, aber auch mit dem Partner, Partnerin. Vielleicht manche von euch sind auf der Suche nach einem Partner und man wünscht sich das, dass man den passenden endlich trifft. Aber für euch ist halt wichtig allgemein auch diese Energie. Diese Symbiose zwischen euch und dem Universum zu bekommen, ja, also zwischen euch und diese höhere Macht, diese höhere Energie, die über uns ist, die unser Leben steuert und beeinflusst, dass man hier auch in so einen Einklang kommt, ja, dass man mehr das Vertrauen am Leben auch bekommt, ja, nicht nur Vertrauen zu den Menschen, die man hat, aber da muss man auch anfangen, erst mit dem Vertrauen an Leben, an Universum, dass man, dass einem bewusst ist, ich bin hier nicht einfach unnötig, aber ich habe auch einen Teil hier in diesem Leben. Ich bin auch wichtig wie alle anderen. Ich bin, wenn ich schon da bin. Wenn das Leben mir geschenkt wurde, dann ist es auch nicht umsonst, das hat einen Sinn, ja, und da sehen wir diese Hohepriesterin, die Verbindung mit dieser höheren Energie, die über uns ist, und das ist für euch auch sehr wichtig, dieses Vertrauen zu dieser Energie zu bekommen, dass man überhaupt weiter positive Kontakte und positive Beziehungen mit anderen Menschen aufbauen kann. Ja, da muss man erst anfangen mit dem Vertrauen am Leben, diese Verbindung zu schaffen. Dann natürlich, das wird eine Grundlage sein für die anderen Kontakte mit Menschen, die man sehr gerne hätte im Leben. Ja. Vertrauen, Vertrauen ans Leben, Vertrauen an sich selbst und dann kann man natürlich dann mit dem Vertrauen an die anderen Menschen arbeiten. Vier der Münzen, das ist auch eine gute Karte, das ist äußere Einflüsse. Wir sehen, dass jemand ist draußen an euch interessiert ist, aber diese Person ist ein bisschen blockiert. Diese Person blockiert sich selbst, kann man so sagen. Der Stern haben wir hier. Stern, das ist natürlich Wunscherfüllung. Jemand, der sehr positiv zu euch eingestellt hat, hat irgendwelche positive Einstellung auch
was die Be eure Bekanntschaft angeht. Man kann sagen, ist ein bisschen verträumt, ja, aber positiv. Und der Mensch traut sich vielleicht gar nicht, euch sich zu zeigen oder über diese Träume zu sprechen. Ja, man sieht, der Mensch ist ein bisschen blockiert. Der ist da, das ist jemand Stabiles, der ja schon im Leben etwas erschaffen hat, kann man so sagen, einen festen Platz im Leben hat. Aber der Mensch hat so auch eigene Blockaden und die bremsen ihm, dieses Risiko einzunehmen, euch gegenüber. Ja, und das muss weggehen. Da haben wir den Turm. Der Turm, das ist so eine Karte, die zeigt, etwas zerbricht, etwas auseinanderfällt. Und der Mensch hat wahrscheinlich Angst, dass dieser Traum hier wird auseinanderfallen, wenn die Vorstellung, was hier erschaffen wurde, nicht dem Realität entspricht. Das bedeutet, wenn dieser Mensch von euch träumt, sagen wir, vielleicht dann irgendwie in Träume, tut sich immer vorstellen, ja, wie wird das, wenn ich mich dann bemerkbar mache, ja, der erste Schritt mache und ich kriege dann doch den Korb, ja, ich werde dann abgelehnt. Dann wird das ganze Welt der Mensch zusammenbrechen, so wie das oft ist, ja, und deswegen diese Person, denke ich, hat ja ein bisschen Angst, aber hier sehen wir drei der Stäbe, diese Person möchte auf jeden Fall den ersten Schritt machen, ja, und diese Unsicherheit, diese Ängste müssen erst weg, vielleicht, das wäre auch gut von euch, wenn ihr merkt, da ist jemand draußen, der vielleicht möchte, aber kann nicht. Vielleicht ist es gut, sich ein bisschen umzugucken und schauen, ob das tatsächlich jetzt ist jemand. Weil manchmal ist es so, wir warten auf diese zweite Kelch. Wir möchten für diejenigen zum Beispiel, die alleine sind, aber wir sehen nicht, dass da irgendwelche Verehrer schon oder Verehrerinnen sind da. Ja, und dann muss man vielleicht mehr sich umzuschauen und man muss diese Person eventuell auch ermutigen. Und das kann natürlich auch hier damit auch zusammenhängen, weil da seid ihr auch blockiert. Und da muss man auch sich ein bisschen Mut geben, über eigene Komfortgrenze, mir fällt jetzt das Wort nicht an, Zone, Komfortzone, ja, jetzt habe ich, rüberspringen, weil oft ist das so, dass wir bewegen uns in so eine Muster und es ist dann schwierig, dann auszubrechen, aber hier, man braucht mehr diese Vertrauen vor allem, ja, was ich schon hier gesprochen habe, aber auch Mut. Mut, einfach mehr Mut, was Neues einzugehen. Sich ein bisschen selbst anstupsen und sagen, ja, ich mache das. Weil wenn wir uns immer in dieser Komfortzone bewegen, dann natürlich wir begrenzen uns. Und oft müssen wir diese Komfortzone verlassen. Und das gilt für euch, aber auch für diese Person. Ja? Man muss vielleicht so mehr aufeinander zugehen, ja, und sich die Chance geben, dass das sich hier auch entwickelt, ja, weil positiv ist das schon. Wir sehen, dieser Mensch ist an euch sehr interessiert. Hier diese zweite Münzen zeigt, treffen eine Entscheidung. Und diese Entscheidung wird wahrscheinlich auch ein bisschen weiterbringen. Und es ist sehr wichtig, dass man sich endlich traut, eine Entscheidung zu treffen. Weil, ja, wir sehen hier, man möchte etwas erreichen, man möchte sich ja befreien, aber gleichzeitig man traut sich nicht. Genauso wie hier sind wir noch schlimmer. Also dieser Mensch ist total blockiert. Also man muss sich vielleicht gegenseitig ein bisschen ermutigen.
um dann später diese positiven Momente auch miteinander zu genießen. Weil drei der Kelche, ja, hier, das ist eine sehr gute Karte für positive Momente, für positive Kontakte mit anderen Menschen, und die Möglichkeiten werden natürlich da. Ja, und dann kann man sich befreien. Page der Kelche, nicht Kelcher, Page der Stäbe, Page der Stäbe ist da. Also wir sehen, dass diese Befreiung wird wahrscheinlich auch stattfinden, und mehr Kraft und mehr Ausgleichung und mehr ja, Balance im Leben wird auch kommen. Und Stäbe, siebende Stäbe ist auch da. Die Karte hat sich ja versteckt. Und diese siebende Stäbe zeigt natürlich auch, dass man wird diese Power weiter haben. Ja, wird noch mehr wahrscheinlich diese Power bekommen. Ich weiß, jede Herausforderung, was kommt in meinem Leben, ich werde einnehmen und ich werde das schaffen. Ja, positiv oder negativ, mein Leben oder allgemein Leben, das ist eine große Herausforderung. Und ihr werdet das hier auch gut meistern. Einem wird das, euch wird es wahr, dass das Leben natürlich hat, manchmal diese bringt mit sich irgendwelche Schwierigkeiten, aber dafür ich bin da, und dafür brauche ich auch die positiven Menschen, die ich mir selbst hier aussuchen muss. Ich muss vielleicht auch arbeiten in diese Richtung, diese positiven Menschen auch zu gewinnen für sich, ja, und Chance zu geben, so wie diese Person hier, ja. Man muss sich auch die Chance geben, dass die Kontakte sich gut entwickeln können. Und diese, ich finde hier im Endeffekt ganz viele positive Energie, viel Kraft, viel Power, um weiterzumachen, um weiterzuschaffen, die Entscheidungen zu treffen. Mit diesem Vertrauen auch. Also ich sehe sehr viel Vertrauen, dass man gewinnen wird in diesem Monat. Und das wird natürlich für euch sehr, sehr gut sein, um weiterzumachen und das Leben positiv zu gestalten. Und wie gesagt, vor allem die positiven Kontakte aufzubauen, weil euch ist auch hier auch sehr wichtig, dass man mit den Menschen eine Symbiose bildet. Ja, dass man nicht nur irgendwelche Kontakte hat, weil man hat, ja, die 3000 oder 10.000 oder noch mehr Freundschaften auf Facebook, aber hier geht es um richtige Menschen, mit denen was man wirklich was aufbauen kann. Und das ist auch sehr wichtig, weil wir leben in Zeiten, wo viele Menschen sich einsam fühlen, alleine fühlen. Auch wenn man viele Kontakte hat, trotzdem fühlt man sich alleine, weil wenn man wirklich Sorgen hat, dann ist man doch alleine und keiner will helfen. Und hier geht es um diese wirklich Menschen, auf die man sich 100% verlassen kann. Und ich denke, ihr werdet in diesem Monat alles in diese Richtung machen, um diese Kontakte sich aufzubauen, vielleicht ein bisschen hier ja, schauen, auf welche Menschen soll ich verzichten, welche sind mir wert, und dann Platz machen für diese guten Menschen. Auf jeden Fall hier möchte man sich befreien aus irgendwelchen Konflikten, Blockaden, die sich aufbauen. Vielleicht, wie gesagt, manche von euch werden irgendwelche Kontakte, Partnerschaften so beenden und sich wirklich nur dann konzentrieren auf das, was positiv ist. Und das hier, ja, dann müsst ihr auch gucken, wer das sein könnte. Vielleicht nicht alle von euch haben solche Leute. Manche vielleicht wissen es gar nicht, dass jemand an euch interessiert ist. Aber man soll sich umgucken und wer weiß, vielleicht aus dieser Partnerschaft oder dieser Kontakt wird eine Partnerschaft für sich aufbauen, und man wird ja, ein Freund fürs Leben gewinnen. Ein Freund fürs Leben, aber vielleicht ein Partner fürs Leben, wer weiß, wer weiß. Also auf jeden Fall hier geht um den ersten Schritt.
Okay, meine Lieben, ich hoffe, dass diese Legung war für euch positiv, dass ihr mit einem guten Gefühl das Jahr zu Jahresende kommt und dass man wird dann im Januar auch positiv mit einem guten Gefühl auch starten können. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, bleibt gesund, passt auf euch gut auf und ja, hoffentlich wird ihr auch mit guten Menschen zum den Weihnachtstisch sich setzen und Zeit auch positiv genießen. Also, meine Lieben, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.